Natürlich die große Pressekonferenz. Zunächst mal aus dem, also vom Bundeskanzleramt, wo eben der Bundeskanzler dabei war, wo auch der Gesundheitsminister dabei war und auch die Tourismusministerin, die auch für die Gastronomie zuständig ist, natürlich. Unter anderem, und da wurde ein Punkteplan hier auch entsprechend, oder ein Stufenplan hier verlautbart. Was ist denn so Ihr Resümee von diesem Stufenplan, wo ja erstens mal die 7-Tage-Inzidenz wurde quasi als Faktor hier abgeschafft und stattdessen blickt man jetzt auf die Intensivstationenkapazitäten hier, also sprich, wie viel Prozent sind ausgelastet, und da gibt es zum Beispiel die erste Stufe bei 10% Auslastung, dann bei 15% Auslastung der Intensivbetten, bei 20% Auslastung der Intensivbetten. Erzählen Sie mal, Sie sind ja bei 15%, steigt die Nachtgastronomie da ein, aber was ist denn so Ihr Resümee? Genau, also ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich eine große Freude damit verbunden, dass man endlich aufhört, über diese Inzidenzzahl der Neuinfizierten zu arbeiten und zu einer doch viel realistischen Zahl überzugehen. Es war höchst an der Zeit, zu sagen, wie sieht denn wirklich die Belegung der Intensivstationen aus? Und ich denke, das ist ein sehr gutes System, wo auch die Bevölkerung transparenter informiert wird. Wir sehen heute die Zahlen, die natürlich schwanken. Das können auch bereits Geimpfte sein, die vielleicht auch infiziös wurden, einen schwachen Verlauf haben. Also es verfälscht ein bisschen das Bild, und ich denke, die Intensivzahlen sind dann wirklich jene, die da reinen Tisch einschenken oder reinen Wein einschenken und reinen Tisch machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und im Zuge dessen, dieser Drei-Stufen-Plan, 10, 15, 20%, ist natürlich etwas, auf das man lange hingearbeitet hat und man versucht hat, hier eine Lösung zu finden, eine adäquate. Uns freut es besonders, und das muss ich auch sagen, da wurde der VÖNG und der Verband der österreichischen Nachtgastronomen gehört, und dem wurde auch Gehör geschenkt, und man hat das dann auch so umgesetzt, dass man uns nicht bereits bei 10% in irgendeiner Art und Weise beschneidet, sondern erst bei 15%. Das war ganz wichtig, dass das geschafft wurde. Wir haben es auch geschafft, dass es nicht nur 1G, sprich nur die Geimpften Zutritt finden, sondern dass die Genesenen und die Geimpften Zutritt finden. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine 2G-Lösung, eine neue für uns. Das ist auch ein wesentlicher Schritt nach vorne. Da haben wir befürchtet die 1G-Regelung. In weiterer Folge haben wir geschafft, dass es keine Sperrstunde gibt und dass es auch keine Limitierung gibt der Besucherzahl. Also im Großen und Ganzen, das, was der VÖNG wollte, wurde umgesetzt, wurde gehört und in unserem Sinne gemacht. Natürlich, wir sind mitten in einer Pandemie. Natürlich müssen Maßnahmen gesetzt werden, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, nach diesen gut 1,5 Jahren Pandemie, die wir jetzt durchleben, ist das ein Punkt, wo ich sage, ja, heute wurde ein großer Meilenstein in die Richtung gesetzt, nicht nur für die Nachtgastronomie, sondern durchwegs für alle Branchen und im Besonderen für die Tourismusbetriebe. Das heißt, Sie sind auf jeden Fall zufrieden jetzt, wenn ich das so heraushöre mit dem, was hier heute kommuniziert wurde? Absolut, also das ist ein wesentlicher und wichtiger Schritt. Wichtig ist nur, dass wir auch dabei bleiben, dass wir das einhalten, dass es nicht so, leider Gottes, so wie die Ampelregelung im Feuer dann irgendwie dann vor die Räder gerät und man dann überhaupt keinen Bezug mehr hat und die Ampel eigentlich obsolet wurde. Man hat es dann immer wieder gesehen, aber richtig ernst genommen hat das niemand mehr. Und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Hinweis zu sagen, wenn wir die 20% erreicht haben, wird es ernst. Ja? Und das ist etwas, das kann sich jeder jeden Tag, sei es in den Medien, sei es im Internet, verfolgen und sagen, puh, wir sind knapp dran, und vielleicht ist das dann wirklich der Turbo, von dem alle sprechen, den es braucht, um hier Bevölkerungsteile, die eben noch nicht geimpft sind, zur Impfung zu bewegen. Wenn wir es uns mal ansehen, das heißt ab dem 15. September, also sprich genau heute in einer Woche, nächste Woche am Mittwoch, da geht es ja los. Ab dem Zeitpunkt gelten dann eben diese neuen Regelungen, also die neue Verordnung. Und das besagt eben, dass bei 15% der, also wenn 15% der Intensivbetten ausgelastet sind mit Corona-Patienten, dann heißt, ist hier Handlungsbedarf. Das heißt, in der Nachtgastronomie darf man dann nur noch hinein, wenn man eben entweder geimpft ist oder wenn man genesen ist. Ganz Im Moment gerade ist es ja so, geimpft oder eben auch PCR getestet. Was bedeutet das, dieser Wechsel von dieser 1,5G auf diese 2G-Regel? Das ist genau der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden. Ich glaube, das ist heute noch nicht richtig kommuniziert worden. Und vor allem auch, was passiert, nämlich wenn es noch nicht 15% sind. Ganz genau, das ist der Punkt. Also uns interessiert natürlich jetzt brennend, es gibt die Verordnung von Gesundheitsminister Mückstein vom Juli, die eben besagt, also mit 19. Juli verfügt, Nachtgastronomie nur mehr PCR getestet und geimpft. Jetzt schwenken wir heute in einer Woche um und sagen, geimpft und genesen darf rein, aber nur dann, wenn es zu einer Belegung von 15% kommt. Aber was passiert heute in einer Woche bis zu 14,9%? Heißt das, dass wir, so wie auch von Zeltfeste, wieder aufmachen für 3G und sagen, man kann PCR getestet oder Antigen getestet oder geimpft oder genesen, die Nachtgastronomie besuchen. Also dieser Punkt ist noch offen und der ist heute auch nicht ausführlich erklärt worden im Zuge der Pressekonferenz. Ich nehme an, es wird bald eine Weisung aus dem Ministerium kommen und dann sind auch diese Fragen aus der Welt geschafft.
Spannend wäre ja auch, wenn die 1,5G-Regel zum Beispiel bleiben würde, da sind dann keine Genesenen dabei, ab 15% darf dann aber der Genesene rein. Also das würde ja auch jetzt nicht wirklich viel Sinn machen. Überhaupt nicht. Also ich denke, das war heute eine, dass man einmal kommuniziert hat, dass man hier vielleicht auch auf die Nachgastronomie vergessen hat, im Speziellen, weil es gilt ja diese Sonderregelung mit den derzeitigen 2G seit 19. Juli ja ausschließlich für die Nachgastronomie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach darüber gelesen hat und gesagt hat, gut, das wurde vielleicht nicht kommuniziert. Ich vertraue den Ministerien so sehr, dass man sagt, im Hintergrund steht es sicher wo geschrieben und wir werden das sicher heute oder morgen mitgeteilt bekommen. Das heißt natürlich jetzt, dass die Genesenen auch dann wieder Zutritt haben in den Nachgastronomie. Ganz genau. Also sprich auch ohne Test. Grundsätzlich heißt es ja dann überhaupt, testen muss sich dann niemand mehr wirklich, oder? Naja, ich würde trotzdem, also mein persönliches Gutdünken ist noch immer, dass die Leute auch das Testangebot annehmen. Ich bin selber zweimal geimpft, schon seit längerem, aber ich nehme in Wien nach wie vor dieses Angebot von Alles gurgelt mindestens zweimal in der Woche in Anspruch, weil es mir natürlich Sicherheit gibt. Warum? Die Impfung schützt das Individuum vom schweren Verlauf, sprich mich, aber der zusätzliche PCR-Test schützt natürlich mein Umfeld. Egal, wo ich hinkomme, ich weiß nicht, für immer sind alle geimpft, wie geht es den Leuten? Also sicher ist sicher und ich glaube, man kann auch so ein bisschen abhaken und sagen, man kann zeitliche Räume abgrenzen, um zu sagen, habe ich da jemanden getroffen oder nicht. Also es dient der eigenen Beruhigung. Ich hoffe natürlich, weil ab 20% gibt es ja die Forderung nach dem PCR-Test, dass man es jetzt in Angriff nimmt, um wirklich diesen PCR-Test bundesweit auszurollen. Das wäre jetzt wirklich dringend notwendig. Noch dazu, wo er nicht einmal vom Gesundheitsministerium verlangt wurde, ab einem gewissen Zeitpunkt, sprich für die Nachgastronomie, sondern jetzt von der gesamten Bundesregierung ab einer Belegung von 20% in ganz Österreich. Also das sollte das große nächste Ziel sein. Parallel zu einer wirklich sensibilisierenden und aufklärenden Impfkampagne, gerade für die junge Bevölkerung. Wie sieht es im Moment gerade überhaupt aus, wenn man sich das Thema Impfen ansieht mit der jüngeren Bevölkerung? Schön langsam zieht die nach, aber sie natürlich auch aufgrund dessen, da es ja noch gar nicht so lange möglich ist, hier noch etwas im Hintertreffen. Was hört man da so in der Nachgastronomie und vor allen Dingen auch, inwiefern hat sich denn diese 1,5G-Regel hier dazu, oder beziehungsweise auch vor ein paar Wochen, wie sie geheißen hat, in Zukunft vielleicht nur noch mit einer 1G-Regel, also nur noch Geimpfte, inwiefern hat denn das jetzt auch schon die Jungen motiviert, hier zu sagen, ich lasse mich impfen? Also ich glaube, solange es nicht ausgesprochen war, nicht verfügt war, und es nur eine große Diskussion war, glaube ich, hat es noch niemanden wirklich beeinflusst. Das waren große Diskussionen, dass man gesagt hat, na gut, kann ich noch nicht ernst nehmen, es gibt ja noch nichts. Was aber von allen gesagt wurde, von sehr vielen, die wir gefragt haben, war, dass sie sagten, wir werden uns eher in das Private wieder zurückziehen. Wir werden jetzt nicht mehr den Weg in die Diskothek oder in den Club suchen. Es muss ja auch nicht sein. Wir feiern ja schon 1,5 Jahre zu Hause oder im Privaten oder wie auch immer, also an verschiedenen Plätzen, aber nicht in einem Lokal. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass ich schon glaube, dass sich einige junge Menschen jetzt dazu aufraffen werden und sagen werden, gut, dann lasse ich mich halt impfen. Dann habe ich das erledigt, wenn man so möchte, und bekomme meine Freiheit wieder. Das hat zwar immer diesen fallen Beigeschmack eines indirekten Impfzwangs, aber noch einmal, ich glaube, wir haben zwei ganz, ganz große Waffen gegen die Pandemie. Das eine ist die Impfung, das wissen wir, und die andere für die Momentaufnahme ist der PCR-Test.